Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Wir sind hier mit dem Leuchtfeuer beschäftigt. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich würde das ganz gerne mit dem Leuchtfeuer hier noch zu Ende bringen. Wir sind da auch schon ein Stückchen. Ja gut, wir haben noch eine gewisse Strecke vor uns, sehe ich gerade. Ja, gerade mal, die Eisenbahnen sind komplett, alles andere muss hier noch geliefert werden, insbesondere hier mit den Steinen haben wir zu kämpfen und Wildschweine sind da auch im Weg, sehe ich gerade. Aktuell verhält es sich friedlich. Ja, wie gesagt, ne, also das ist jetzt das, was wir hier auf jeden Fall, also, oder was ich jetzt hier auf jeden Fall noch zum Abschluss dieser Geschichte hier mit dieser Insel ganz gerne machen würde. Dass wir uns hier halt mit dem Leuchtfeuer dann noch beschäftigen. Ah ja, ich hatte hier schon entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen in Form von dieser Jagdhütte mit verschiedenen Lager, die hier dazu dienen sollen, im Wesentlichen Fleisch einzulagern und wahrscheinlich ein bisschen Leder und so. Das Übliche halt, was man so braucht. Gut. Naja, es wird weitergebaut, auch wenn die Wildschweine da so ein bisschen Ärger machen. Und meinen, die Leute da erschrecken zu müssen. Aber es wird. Das hier mit den Steinen, da habe ich immer noch ein bisschen Probleme mit. Ich meine, wir hätten da aber Gegenmaßnahmen ergriffen in Form von irgendwelchen Steinmetzen und dergleichen. Ich brauche einfach nur hier unten nachzugucken, dann sieht man es doch. Wir haben vier Steinbrüche. Wobei es die Frage ist, sind die alle noch aktiv? Also können die alle noch entsprechend Stein abbauen? Hier ja, aber das ist Kalkstein. Das ist mal ein Steinbruch weniger, der entsprechend produktiv ist. Wie sieht das hier aus? Moment, der ist. Der hat nur noch Kalkstein eingelagert, ist aber selber nicht mehr aktiv. Das heißt, also effektiv noch zwei für die normalen Steine. Es wird immer weniger. So, wie sieht es hier aus? Hier hätten wir allerdings einen entsprechenden Steinbruch, der in dieser Richtung, wie wir es benötigen, auch unterwegs ist. Der steht irgendwo hier oben und ich weiß jetzt nicht genau, wo. Ich glaube, hier irgendwie konnte da an der Ecke. Kann man das sehen? Kann ich eher weniger. Aber ich meine, so in der Ecke wäre irgendwie eine, die Sache mit dem Turm. Eisenvorkommen wurde entdeckt. Das ist schön. Jetzt brauche ich es nicht mehr. So, und dann hatten wir hier noch einen entsprechenden Steinbruch, der ebenfalls ganz normale Steine entsprechend liefern soll. Die sind wohl noch relativ neu. Ich glaube, die haben wir auch in der letzten Folge erst gebaut oder so. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall, man sieht es hier. Oh, die sind noch nicht mal komplett. 2 von 3. Oh, Personal unvollständig. Was ist da los? Ich brauche Spitzhacken. Und ich sehe, wir haben keine Spitzhacken mehr. Obwohl ich ja eigentlich... Ich bin jetzt so ein bisschen in Grübel. Ich hatte ja die eine Mannschaft da entlassen. Ne? Die könnten aber unter Umständen da in der anderen drin stecken. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sei es wie es will, wir brauchen Spitzhacken. Das bedeutet, wir müssen so ein bisschen noch in die Werkzeugproduktion gehen, investieren. Was soll hier? Achso, viel Baumaterial? Werkstein und Nadelholzbalken. Oha. Also gerade hier Nadelholzbalken, also Werkstein, das könnte ich eventuell noch verstehen. Da müsste ich mich dann auch noch mal ein bisschen drum kümmern. Aber Nadelholzbalken? Hallo? Holzwerkstatt? Hier bin ich nicht richtig, ne? Was, ne? Werkzeuge und so weiter, die werden woanders produziert. Ich muss das erstmal das eine machen, wo ich mich mit dem anderen irgendwie beschäftige. Wir brauchen Spitzhacken. Da muss man ganz schnell hier so ein paar Spitzhacken. Was fehlt denn sonst noch?
Alles andere, soweit das überfliegen kann, ist da. Machen wir Lift direkt 10. Ich hatte die doch auch meinen Auftrag gegeben, aber nun gut, nun gut. So, was ist hier los? Warum, warum? Ich habe doch hier Holzproduktion bis zum Abwinken eigentlich. Es werden Nadelholzstämme, es werden Laubholzstämme produziert. Wo habe ich denn hier mal irgendwie so was wie ein Sägewerk? Das ist nicht so etwas. Das ist ein Steinmetz, das ist kein Sägewerk. Sägewerk, okay, wo seid ihr? Wir haben derer 4. Eins ist direkt hier. Eifrig mit Produktion von allen beschäftigt. Dann hier ist ebenfalls auch eins mit allen beschäftigt. Also, ne, was wir so beispielsweise Nadelholzparken anbelangt. Das hier kann bis zum Abwinken mit entsprechenden Dingen dienen. Und auch dieses ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, hoch, den gehen so ein bisschen die Materialien aus. Oder das, was sie so produziert haben, aus. Das ist nicht der Fall. Was ist da los? Warum kriegt er da keinen? Ja, da dachte ich den Steinen, da müsste ich jetzt mal gucken. Na gut, vielleicht ist er hier so ein bisschen so der Vorreiter im Augenblick. Das kann natürlich sein, dass er so viele Sachen für sich beansprucht. Das kann ich nicht ganz ausschließen. Stein. Bruchsteinmetz. Nein, ich will keinen bauen, ich will gucken. So, Steinmetz. Was machst du? Die haben beispielsweise 15 Werksteine hier rum existieren. So sollte eigentlich reichen. Auch hier, ne, 15 Werksteine ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, schwierig. Ne, normale Steine okay, aber Werksteine sind da. Also in hier, just saying. Und auch er ist hier, ne, das 16. ist in Betrieb. Achso, das sind die drei. Ja, was ist denn da los? Ich sehe ja auch niemanden rum. Also ein Zimmerer ist jetzt unterwegs. Immerhin. Ach, Material wird jetzt auch so langsam mal geliefert. Das ist schön. Da ist einer von 6 unterwegs hier von den Steinen und da irgendwie 4 von 4. Ja, gut. Vielleicht ist der Arbeitsauftrag da auch noch nicht so alt. Mag sein. Gut, aber wir sind dabei. Die Dinge nehmen ihren Lauf, mehr oder weniger. So, wie ist, weit ist er hier mit diversen Materialien? Es wird eifrig gewerkelt, wie man sieht. Ah, die drei Jungs, die machen das schon. Hoffe ich. 2 sind jetzt hier sogar schon angezeigt, also 2 sind unterwegs. Heißt für mich, es müsste mittlerweile so sein, dass besagter Bergbaubetrieb genügend Leute hat. Wenn ich jetzt noch finde. Steinbruch. Bergbau, Steinbruchbetrieb, was erzähle ich. Moment. Da ist wieder der falsche. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich hüpfe mal wieder durch die Gegend, wie immer. So, das war. Nee, das Eisen. Da, der ist es. Ah ja, Nummer 3 ist unterwegs, alles klar. Gut. Gut. Nun gut, man könnte natürlich hingehen und gucken. Ich meine, Steine müssten wir mehr als genug haben. Meine ich mich entsinnen zu können, dass das so war. Die Frage, habe ich hier irgendwo in der Nähe die Möglichkeit, Dinge abzubauen? Da ist jede Menge Kohle. Hier haben wir beispielsweise Steine rum existieren. Das ist Kalkstein, da haben wir Silbererz und Kohle. Kohle. Oh, wir haben auf einmal so unheimlich viele Kohle. Wo kommt die her? Eisenerz, ja, toll.
okay. Ja, also wie gesagt, also normalerweise von unserer Produktionsqualität her müsste das alles passen. Wo war jetzt nochmal die besagte Baustelle hier? Hier ist auch Stein. Hier ist Stein, hier ist Kupfer. Wir hätten noch ein bisschen Kohle zu bieten. Ganz schön viel Kohle. Erstaunlich viel Kohle. Stein, 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 Eisen, Dingens, Geschirr, Silber, Kohle, alles, fast alles da, nur kein Stein. Das könnte man vielleicht noch machen. Wir kriegen hier locker so einen Steinbruch hin. So. Ob das jetzt noch großartig was bringt, weiß ich nicht, aber wir probieren es einfach mal. Und können sich dann hier so austoben. Aber ich denke, das hat sich mehr oder weniger erledigt. Ich finde das mal ganz stark. Naja, gut. Ein bisschen Unterstützung kann nicht schaden. Genau. Können wir die Priorität etwas erhöhen? Gucken wir mal. Ja, Mann. Wir sind. Wir sind so gut wie durch. Das sind 3 Jäger auf dem Weg, das ist auch schön. Dann könnte ich so ein bisschen um die Wildschweine und das andere Tier kümmern, aber mir geht's, im Wesentlichen geht es mir da um die Wildschweine. Dass wir die Kollegen da mal loswerden. Und der Turm hier, also das Leuchtfeuer, das nimmt so langsam Gestalt an. 34% ist fertig. Ich denke, das schaffen wir in dieser Folge noch. Das sollte zu schaffen sein. Und das mit dem Handel und Wandel noch was wird, kann ich nicht versprechen. Das sah jetzt nicht so üppig aus. Bezüglich da der Bauerei und so weiter und so fort. Da haben wir hier auch in erster Linie bis jetzt die Planierer, glaube ich, rumexistieren. Nee, sind 3 Zimmerer, die hier rumstehen. Die entsprechenden Ressourcen zum Bauen sind aber immer noch auf dem Weg und noch nicht da. Was ist am Winken? Was ist los? Ein Sammler. Der ist. Oh. Na gut, es kommen da aber noch ein paar Steinpilze an. Also die scheint er noch zu finden. Ich schau gerade mal, was ist hier mit der Holzfällerhütte? Ich stell die mal ein. Mach den Pinork immer in diese Richtung hin, oder sie mit dem Wachturm. Da sind nur Soldaten stationiert, die können da auch bleiben. Die haben da ihr Zuhause, alles gut. Aber die Holzfällerhütte hier, die brauche ich nicht mehr. Hier sieht es holzmäßig ganz gut aus. Wenn das Forsthaus nach wie vor hier in der Ecke ist, das hatte ich eigentlich erst vorgehabt, hier so ein bisschen mehr in diese Richtung zu platzieren, aber ist nicht unbedingt notwendig, wie ich gerade sehe. Das mag auch daran liegen, ne? Also die Holzproduktion, wir sind mit dem Bauen ja so weit durch, bis auf die paar Sachen, die wir jetzt im Augenblick da noch haben. Und wir konnten ja sehen, ne? Also die Bestände sind voll. Da ist der Bedarf an frischem Holz, das dann geschlagen werden müsste, ist da relativ gering. Da tut sich nicht mehr allzu viel. So, nach wie vor 35%, also da mit den Steinen, das läuft noch nicht so wirklich. Zahnräder haben wir alle, Eisenerz haben wir komplett, Seil ist komplett, Zement haben wir fast komplett, 10 Einheiten sind dann noch auf dem Weg. Nadelholzbalken, ich sehe es gerade, ja, okay, da ist noch ein bisschen Bedarf, das kommt. Und die Steine, die sind ja halt diejenigen, welche, die uns da so ein bisschen Probleme machen.
Was heißt Problem? Also Kopfschmerzen vielleicht. Wo war nochmal der Steinbruch, den ich da in Auftrag gegeben hatte? Hier. Ja, das sind Planierer auf dem Weg. Das wird noch dauern. Wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich kaum noch lohnen, da irgendwo großartig was zu machen, aber nun gut, sei es drum. Sei es drum. Guck gerade mal, kann ich wegetechnisch irgendwas machen, um das hier, das hier die Nachbarschaft, da komme ich nicht durch. Und das mit dem Waren ist ja jetzt im Augenblick noch so ein bisschen problematisch, solange wir das Handelszentrum da nicht haben. Den Handelsposten. Oh, das wird jetzt aber. Oh, jetzt geht es aber auf einmal ab. Na, erst sieht da gar nichts. Und jetzt ziehen die mal so eben so ratzfatz den Handelsposten da hoch. Das finde ich cool. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich gucke mal, ob ich das mal so ein bisschen anders gedreht bekomme hier. So. Oh, der ist aber jetzt. Jetzt machen sie aber Dampf. Da kommt noch eine Lieferung. Aha, Holz ist komplett. Ja, mit den Werksteinen, das dauert noch ein bisschen. Obwohl, ich sehe gerade, da kommen wohl die letzten zwei, wenn ich das richtig sehe. Genau. Damit, ist der Handelsposten quasi fertig. So gut wie. Die letzten Hammerschläge werden da gerade durchgeführt. Und, wir haben ein Artefakt entdeckt. Mal wieder. Mann, das sieht man kaum. Eins von diesen Schwertern. Von diesen seltenen. Ihr erinnert euch vielleicht an der letzten Folge, da hatte ich auch schon mal so geguckt. Da wurde auch gesagt, Artefakt entdeckt und ich habe es einfach nicht gesehen. Ist auch ein bisschen schwierig, muss ich mal ehrlich sagen. Also muss man schon genau gucken. Handelspost. Er schnappt sich da den letzten Werkstein. Oder die letzten Werksteine. Und dann könnten wir hier entsprechend noch den Handel anschmeißen. Wäre nicht verkehrt. Tada! Na, wer sagt es denn? Geht doch. Ja. Das ist die Frage, alle Fragen. Mal ganz kurz raus. Was brauchen die? Liefere Waren. Silbermünzen. 15 Silbermünzen. Ein bisschen schwierig. Und die Artefakte, das sind diese singenden Klingen, die liegen da rum, die haben wir auch noch nicht. Und wir sollten Leder liefern. Okay. Moment, die Kriegsschmiede. Holzspeer. Adelholzbalken. Ich seh's gerade. Ach, da unten. Ach, da sind die beiden. Ah, achso, ja. Einmal die okay. Alles klar. Das eine ist die Glücksschmiede. Okay. Ja. Silbermünzen ist ein Problem. Ich könnte mit dem Leder anfangen. Wir starten mal die Geschichte mit dem Leder. Jo, keine Handelsträger verfügbar. Das kann man aber lösen. Hoffe ich. Handelsträger, ja, das sind die Kollegen. Die macht mal so 10. Und wir haben hier irgendwo eine Schneiderei. Du machst da mal so 10. Wir die abgedeckt bekommen und dann noch ein bisschen Reserve haben. Gut, dann haben wir das Problem schon mal mehr oder weniger im Griff. Was ich dann noch brauche, ist natürlich Silber. Und wir haben irgendwo Silbervorkommen. Aber ich glaube, das hat sich mehr oder weniger erledigt. Wie weit sind wir denn hier mit unserem Turm? Mit dem Leuchtfeuer. Wo ist es? Ich suche es schon wieder und finde es nicht. Orientierung. Eisentagebau. Da ist die Jagdhütte. Da muss hier irgendwo das Leuchtfeuer sein, normalerweise. Hallo? Da. Ja, braucht noch ein bisschen.
Auch wenn das sich hier schon ganz gut macht. Ja, man sieht schon so, wo die Reise hingeht. Aber da wird noch ein bisschen was benötigt an Material. 44% sind fertig. Und wir brauchen noch Stein und Holz. Da hakt es im Augenblick dran. Wie sieht es hier aus mit den unseren Jägern? Können die schon einiges berichten? Da wurde Hasenfleisch oder wird Hasenfleisch geliefert? Mit Schweinfleisch haben wir schon. Rindfleisch ebenfalls. Ein bisschen Leder ist vorhanden. Oh, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Auch hier im Lager. Oh, das ist auch schon hier eingelagert. Ja, gut. Hasenfleisch ist auf dem Weg. Die beiden Lager müssen noch fertiggestellt werden. Und da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Ja, es ist die Frage. Silber. Wir hatten ja irgendwo Silber gesehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo? Artefakt, Glückwunsch, Fraktion angefreundet. Das ist aber schon etwas länger her. Gegnerisches Lager entdeckt, aber ich sehe hier leider keine Mitteilungen mehr bezüglich gefundenen Silber oder so. Um das jetzt so auf die Stelle zu finden, ist vielleicht gar nicht mal so einfach. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen das innerhalb dieser einen Folge. Die Zeit ist mal wieder komplett rum. Und ja gut, wir haben ein paar Sachen haben wir angestoßen, einige Sachen haben wir fertiggestellt bekommen und der Turm ist so knapp, die Hälfte ist fertig. Dann wird es halt die nächste Folge zeigen. Geht dann doch langsamer, als ich gehofft hatte. Ja, okay, ist wie es ist. Wir sehen uns dann hoffentlich alle in der nächsten Folge wieder. Danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Freut mich sehr, dass ihr mich hier unterstützt und mir die Treue haltet. Ja. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und genießt die Zeit.